Millionen dieser Container werden jährlich weltweit transportiert. Die unterschiedlichsten Güter, die in der Vergangenheit als Stückgut transportiert wurden, verschwinden heute in Containern. Eine riesige Menge dieser Container werden mit Schiffen befördert. Gigantische Seeschiffe kommen mit ihren Containern, zum Beispiel aus Asien, die Elbe herauf in den Hamburger Hafen. Die größten von ihnen können bis zu 10.000 Standardcontainer laden. An großen sogenannten Containerterminals wird die Ladung gelöscht, gelagert und weitertransportiert. Eine große Anzahl der hier angelandeten Container sind für die skandinavischen und baltischen Länder im Ostseeraum bestimmt. Wegen ihrer Größe, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, können diese großen Seeschiffe nicht alle Häfen in diesen Ländern anlaufen. Daher werden auf diesen Strecken andere, kleinere Schiffe eingesetzt. Diese speziellen Containerschiffe haben die Bezeichnung Feederschiff, abgeleitet aus dem Englischen, von füttern oder versorgen. Diese Bezeichnung beinhaltet aber auch das Einsatzgebiet und spezielle Schiffsgrößen. Und mit einem dieser Feederschiffe, der MS Ingrid, werden wir eine Reise nach Finnland machen. Gehen wir mal nicht davon aus, dass diese Verschönerungsarbeiten wegen uns gemacht werden. Nachdem wir an Bord sind, geht die Reise zwar los, aber nur bis zum nächsten Verladeterminal. Denn die Ladung des Schiffes ist noch nicht vollständig. Das Motorschiff Ingrid hat eine Länge von 118 Metern, ist 12 Meter breit und hat einen Tiefgang von 7 Metern und kann je nach Größe ca. 500 Container transportieren. Die Besatzung besteht aus 11 Mann, dem Kapitän, dem ersten und zweiten Offizier, dem ersten und zweiten Maschinisten, einem Bootsmann und 5 Matrosen. Zum weiteren Beladen laufen wir noch verschiedene Terminals an, wie zum Beispiel Tollerort und Altenwerder. Übrigens, die Festmacher sind eine eigenständige Berufsgruppe, die zu keiner Schiffsbesatzung gehören. In Deutschland begann die Erfolgsgeschichte des Containers 1966 in Bremen, als dort erstmalig eine Containerladung gelöscht wurde. Die Ladevorgänge sehen eigentlich sehr spielerisch aus, erfordern aber eine ausgeklügelte Logistik. Die einzelnen Container können nämlich nicht einfach irgendwo hingestellt werden, sondern müssen nach Größe und Gewicht, Ladungsart und schließlich nach Bestimmungshafen geladen werden. Nachdem die Container verladen sind, müssen sie gegen Verrutschen gesichert werden. Denn bei hohem Seegang reicht das Gewicht zum sicheren Stand nicht aus. Am Containerterminal Altenwerder, kurz CTA, kann man eine interessante Transporttechnik bestaunen. Hier werden wie von Geisterhand mit führerlosen, computergesteuerten Fahrzeugen die einzelnen Container zu ihrem Bestimmungsort gebracht. Die kleinsten 20-Fuß-Container können in den Laderäumen der Schiffe verstaut werden. Die größeren 40- und 45-Fuß-Container müssen allerdings über Deck geladen werden. Während des Ladens ist auch gut Zeit für einen längeren Blick auf die Brücke. Außer dem Maschinenraum sicher der interessanteste Platz. Hier oben, knapp 30 Meter über dem Wasser, findet man heute keinen bärtigen Seemann an einem großen und hölzernen Steuerrad. Die moderne Technik hat hier schon lange Einzug gehalten. Denn GPS, Radar, Funktelefon und manch andere technische Einrichtung sind heute ja nichts Revolutionäres mehr.
Und dann ist es soweit. Ladevorgang beendet, Maschinen an, Leinen los. Geht die Elbe hinunter Richtung Nordsee bis Brunsbüttel-Kog, dann durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel, weiter über die Ostsee nach Rauma in Finnland. Am rechten Ufer taucht Blankenese auf. Die Fahrt bis Brunsbüttel-Kog wird rund 3 Stunden dauern. Wir erreichen das Schulhauer Fährhaus mit der bekannten Schiffsbegrüßungsanlage. Hier werden die Schiffe, die in den Hamburger Hafen kommen oder ihn verlassen, mit der jeweiligen Flagge und Nationalhymne begrüßt oder verabschiedet. Kurz vor der Schleuse Brunsbüttel-Kog bekommt der Kapitän eine Schleusenkammer zugewiesen. Den Weg dorthin weist ihm aber ein Lotse. Der Schleusvorgang dauert rund 1 Stunde. Und dann geht's auf die 100 Kilometer lange Kanalstrecke bis nach Kiel. Die Fahrzeit beträgt 6 Stunden. Auch für die Passage durch den Kanal stehen dem Kapitän ein Lotse und zusätzlich ein Kanalsteuerer zur Seite. Am nächsten Morgen auf der Ostsee. Das Wetter ist nicht besonders gut und die richtige Zeit zur Schiffsbesichtigung. Die Kombüse, ein wichtiger Ort an Bord. Hier zaubert ein philippinischer Koch deutsche Hausmannskost. Und noch ein wichtiger Ort, der Kontrollraum der Maschine. Leider lauter als in der Kombüse. Und hier im Maschinenraum wird es dann noch lauter. Dieser Motor erzeugt 7000 PS und verleiht dem Schiff eine maximale Geschwindigkeit von 17,5 Knoten. Das sind rund 32 Stundenkilometer. Der Tagesbedarf an Schweröl, das hier verbrannt wird, liegt je nach Leistung bei etwa 20 Tonnen. Die sogenannten Hilfsaggregate, das sind Motoren zum Beispiel zur Stromerzeugung, Kühlung und Heizung, werden mit Diesel betrieben. Die Ruderanlage mit den Zuleitungen für die 3 Steuerstände. 2 auf der Brücke und einer hier im Maschinenraum.
ist die Welle vom Motor zur Schraube, die das Schiff antreibt. Und zusätzlich gibt es am Bug an beiden Seiten zwei Bugpropeller zur besseren Manövrierung. Was auch einem Laien hier unten auffällt, das ist die Sauberkeit. Hier glänzt der Boden wie im Wohnzimmer. Endlich wieder blauer Himmel und frische Luft. Je nach Wetterlage beträgt die Fahrzeit Kiel-Rauma 39 Stunden. Das Wetter ist gut, die Fahrzeit sollte eingehalten werden. Unter normalen Bedingungen wird das Schiff vom Kapitän oder einem der Offiziere gefahren, die sich alle 4 Stunden abwechseln. Hafen-Ein- und Ausfahrten oder Bewegungen im Hafen fährt nur der Kapitän. Und mit diesem Postkarten-Sonnenuntergang geht der Tag auf See zu Ende. Der nächste Tag. Die Ostsee ist ruhig, die Fahrt verläuft nach Plan. Die finnische Küste taucht auf und bevor das Schiff, die Schären, die vielen kleinen Inseln erreicht, kommt auch hier der Lotse an Bord. Als Laie fragt man sich da schon mal, warum ein Lotse? Es ist doch genügend Wasser zwischen den Inseln. Und gut sehen tut man sie auch. Es gibt Radar und GPS. Warum also? Wir haben uns belehren lassen. Da stimmt ja alles auch. Aber die Schiffsführungen wollen auf die genauen Kenntnisse der Lotsen nicht verzichten. Sie wissen nämlich sehr genau Bescheid über Untiefen im Wasser, Windbewegungen und alle Besonderheiten auch bei Dunkelheit und schlechtem Wetter oder auch im Winter bei Eisgang. Die Stadt Rauma mit ihren 40.000 Einwohnern hat keinen großen, aber für diese Region wichtigen Hafen. Schon bald nach dem Festmachen beginnt das Löschen der Container. Denn Zeit ist Geld. Kurze Liegezeiten sind wichtig. Diese Arbeiten gehen die ganze Nacht durch. Nur wer es gewohnt ist oder einen wirklich guten Schlaf hat, kommt hier zur Ruhe. Der nächste Morgen. Es ist nicht viel ruhiger geworden, denn das Schiff wird nun beladen. Nun bleiben noch 3 Stunden Zeit für eine Stadtbesichtigung. Wir nutzen sie. Hello. 3 Stunden ist nicht viel Zeit für eine Stadtbesichtigung. Und wir beschränken uns hauptsächlich auf die Altstadt mit Markt und bunten Holzhäusern. Interessant ist auch, Straßen und Reklameschilder laut zu lesen. Thank you.
Nach dem Besuch der Kirche und der Bewunderung dieser eigenartigen Gruppe, deren Bedeutung uns leider niemand erklären konnte, geht's wieder zurück zum Schiff. Der letzte Container ist an Bord, alles verzurrt und es geht wieder zurück nach Hamburg. Bald liegen die Scheren hinter uns, der Lotse verlässt das Schiff und wir haben 39 Stunden Ostsee vor uns. Mittags um 12 Uhr haben wir Rauma verlassen. Nun geht der Tag langsam dem Ende entgegen. Ein neuer Tag beginnt und die Hälfte der Fahrzeit bis Kiel ist geschafft. Als wir am nächsten Morgen wieder in die Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals einfahren, ist es noch dunkel. Aber die Eisenbahnbrücke mit der Schwebefähre bei Rendsburg, die erleben wir bei Tageslicht. Diese Art von Fähre ist einmalig auf der Welt. Denn weitere Fähren transportieren Mensch und Material über den Kanal. Und wer nicht gerne Schiff fährt, kann auch eine der 10 Hochbrücken benutzen. Der Kanal wurde in den Jahren 1887 bis 1895 als Kaiser-Wilhelm-Kanal erbaut und später in Nord-Ostsee-Kanal umbenannt. Der Kanal erspart eine Fahrstrecke von ca. 900 Kilometern um die Nordspitze Dänemarks durch Skagerrak und Kattegat. Aber nicht nur die Großschifffahrt befährt den Kanal, auch kleinere und kleine Schiffe sind hier zu sehen. Etwa auf halber Strecke befindet sich eine Lotsenstation am Kanal. Hier werden Steuerleute und Lotsen ausgetauscht. Wie schon gesagt, der Kanal hat eine Länge von rund 100 Kilometern, ist zwischen 103 und 162 Meter breit und hat eine Tiefe von 11 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit, die hier gefahren werden darf, sind 15 Kilometer pro Stunde.
Kanalfahrt geht langsam dem Ende entgegen. Die Schleuse von Brohn zu Billukog kommt in Sicht. Nach der Schleuse geht's wieder auf die Elbe, vorbei an Elbfischern und der schon bekannten Schiffsbegrüßungsanlage zurück nach Hamburg. Und hier im Hafen wieder der gleiche Ablauf, wie schon so oft. Ladung löschen, neue Ladung aufnehmen, denn es warten schon wieder viele Container auf ihren Weitertransport.